Hallo Ladies und Gentlemen, herzlichen Dank fürs Wiedereinschalten bei einer weiteren Folge Fundort in Elix. Heute werde ich euch zeigen, wo ihr die 16 kleinen gelben Steine findet, was ihr dafür benötigt, ist Schlösserknacken Stufe 3 und Hecken Stufe 1 oder auch nicht, wenn ihr die Codes aus diesem Video benutzt. Hello Ladies and Gentlemen, today I will show you the godlike power of the yellow gemstones, but first of all let me show you where to find them. What you need to get them is lockpicking 1-2 Christmas Tree and taking one or not. Der erste gelbe Stein ist gleichzeitig auch der erste Stein, den man in diesem Spiel ohnehin finden sollte, wenn man ein halbwegs qualifizierter Gamer ist und befindet sich direkt am Anfang der Observierungsstation. Stein Nummer 2 gibt's dann im giftigen Haus beim großen Aufzug. Stein Nummer 3 beim Weltenherz Abessa. Schleichen, während andere die... Du mieser Team! Stein Nummer 4 befindet sich in einer Hütte an einem Fluss zwischen dem Konverter Edan und dem Lager der Mitte. Zu einfach. Stein Nummer 5 befindet sich im Einsiedlerhaus Richtung Ost-Südost vom Lager der Mitte aus betrachtet. Stein Nummer 6 befindet sich nördlich der Kuppelstadt in der Hütte, wo man sich die ID-Karte zum Eintritt in die Kuppelstadt geholt hat. Zu einfach. Stein Nummer 7 befindet sich beim Staudamm. Stein Nummer 8 befindet sich in einer Gebäuderuine nordöstlich vom Konverter Tavar.
doch. 7946 7946. Stein Nummer 9 befindet sich unter dem Hintern des Dukes. Stein Nummer 10 befindet sich im Puff. Verzieh dich von hier. Jetzt mach dich vom Acker. Ja. Stein Nummer 11 befindet sich in der Verbindungshöhle zwischen Edan und Tavar. Stein Nummer 12, ganz im Nordosten der Welt in einer Höhle, die man auch im Zuge einer Quest für Hagen betreten muss. Stein Nummer 13 in dem verbarrikadierten Haus bei Teleporter Krater. Stein Nummer 14 befindet sich in dem riesigen Firmenkomplex in Ignadon. Three seven one zero. Geht doch. Stein Nummer 15, der LKW beim Schneepass.
der letzte Stein im Konverter Ost-Xakor. So, dann wollen wir uns heute mal den großen gelben Stein machen. Dieser bewirkt für uns natürlich in der Waffe eingesetzt einen Malus der Resistenzen des Gegners von 10% oder im Adjutor eingesetzt unsere Resistenzen plus 10% bzw. 10% weniger Schaden. Wir setzen den gelben Stein in diesem Falle setzen wir nicht in die Waffe ein, sondern in den Adjutor, weil ich nicht großartig wüsste, wie wir das sonst testen sollten und das in der Waffe meines Erachtens nach auch keinen Sinn ergibt, da man die Plätze in der Waffe für beispielsweise Rot und Blau benötigt. Deswegen setzen wir in den Adjutor den großen gelben Stein an, der uns zusätzliche Resistenzen gibt. Gegen alle Elemente, gegen Frost, Feuer, Gift, Strahlung. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich an dieser Stelle schon mal. Ich werde jetzt nochmal links im Gift stehen ohne diesen Stein. Da fällt mir ein, dass ich den direkt mal wieder rausnehmen muss. Links ohne diesen Stein, rechts kommt mit dem Stein. Und wir gucken einfach mal, was da für ein Unterschied am Ende bei herauskommt, wie viel länger wir auf der rechten Seite leben. Und ich verabschiede mich schon mal. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ich konnte euch wieder helfen. Bis dann, macht es gut. Ciao, ciao.